Alter! Der hat den ja wegge... Hand! Holy shit. Ah, da fliegt er! Gerade hier vorbeigekommen. Ja, ich glaube auch. Hallo. Willkommen. Hallo. Zum Auswärtsspiel in Osnabrück. Nein, Osnabrück, meine Damen und Herren. Und wie ihr seht, wir gewinnen ja. Problem ist, Hannover gewinnt auch andauernd. Wir müssten langsam mal hoffen, naja gut, wir haben noch nicht mal die Hinrunde beendet. Aber Hannover schwächelt nicht. Hannover schwächelt echt nicht und das könnte echt widerlich für uns werden. Wir dürfen auch nicht schwächeln. Definitiv nicht. Hannover hat eine Niederlage, die hat es gegen uns bekommen. Aber keine einzigste... Und nicht mal ein Unentschieden oder so. Sondern wirklich nur eine verdammte Niederlage. Nee, so kann man nicht spielen. Das verwirrt mich. Warum machen wir eigentlich nur zwei Trikots zur Auswahl? Mach uns doch mal pink. Also, und wir haben halt eine Unentschieden noch. Und das macht die Sache auch ein bisschen... Ja... Unangenehmer. Aber wir gehen mit gutem Gewissen in diese Partie. Hoffe ich mal. Mach dich nass. Mach dich nass. Mach dich nass. Und er trifft nicht mal das Tor. Es schneit. Ne. Was? Ne. Ach stimmt, es gibt 17 Spieltage, ne? Und danach kommt 16. 16? Ich glaube 16. Schnee. Wow, nun. Ist ja irre. Stark. Wegen Unspielbarkeit des Rasens können wir nicht spielen. Das verspricht einiges. Wir sind also zu Gast in der Liga. Ah. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Ja. In der letzten Folge haben wir Dynamo Dresden, können wir schon wirklich sagen, vorgeführt. Und mit 6:1 nach Hause geschickt. Wir hoffen, dass wir hier auch wieder einigermaßen gut spielen und uns die drei Punkte sichern. Das ist ja ganz klar, meine Damen und Herren. Ich weiß auch nicht, warum ich da unten meine Damen und Herren sage. Das ist immer so ein Spruch. Abseits. War auch gut gedacht. Minimal. Ich muss angewöhnen. Ja, meine Damen und Herren. Läuft. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Ah, der läuft. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an. Ah, man hätte vielleicht einen orangenen Ball nehmen können. Der Schnee kann uns hier ein bisschen tödlich machen. Wollen Sie Dominanz ausstrahlen, ist nicht leicht gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Bei uns, was mich auch so ein bisschen ärgert, Go Hunt! Unsere Flanken. Die Ideen sind gut. Aber die kommen nie an. Nee. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Pass. Der Ball ist ja noch 5 Meter entfernt. Warum soll ich denn da aufpassen? Ich muss aufpassen, wenn... Ja, der da unten hat sich einfach nicht bewegt, wie ich wollte. Die Gäste können dieses Spiel als Tabellenführer beenden, aber dafür brauchen sie einen Sieg. Aber sie danke! Das ist mal eine Aussage, die gefällt mir. Jetzt bin ich verunsichert. Wir sind doch auch erst am 14. Spieltag. Ja, ich war... Ja, das ist es ja. Ja, könnte was werden. Oder hat Hannover schon gespielt und hat verloren? Nee, die haben ja 14 Spieltage. Das ist es ja. Das verstehe ich nicht. Will er uns da flachsen? Drei Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Ah, du hättest einfach nur wieder nach vorne spielen müssen. Ich war dabei. Ich hatte den Knopf schon gedrückt gehabt, aber der Knopf so... Kann er null an. Also, der hat sich der Charakter ja nicht mehr angesprochen gefühlt gerade. Das ist manchmal ein bisschen... Da ärgern sie sich. Ballverlust. Wir ärgern uns wirklich, ja. Ja. Also wir arbeiten uns ja gut nach vorne, aber so ein bisschen der Abschluss, der ist halt noch so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, und dann stehe ich mir halt selbst im Weg, weil ich nicht weiß, laufe ich nach links oder rechts? Der wollte, da kann er hinschießen. Denke ich mir auch. Finde ich gut. Aua. Ich hätte ein Thema im Angebot, das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber natürlich auch mit Sport. Naja, nicht direkt was mit Fußball zu tun. Was mich am Fußball echt stört, ist dieses Herumgeflenne. Dieses Theatralische. Dieses, er wird
am Kopf, nicht am Kopf, er wird am Bein getroffen und hält sich das Gesicht. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und dann roll ich... Dieses Geflunker. Dann roll ich mich eine Stunde auf dem Boden rum. Wenn der Schiri es sieht, gibt es schon eine Verwarnung oder... Aber man muss hier keine Theatralik spielen. Zum Beispiel, wenn es ja Winterpause ist, dann ist Fußball ja... Da verlieren sie den Ball. Jo. Läuft nicht. Weil Winterpause. Und eine Sportart, die ich auch sehr, sehr gerne gucke, ist Eishockey. Eishockey ist eine Sportart, die mir sehr, sehr gefällt, weil, wenn da auf die Fresse gibt, dann fliegen nicht nur die Fäuste, dann fliegen auch die Zähne und der Zahnarzt freut sich. Weil da wird nicht lang gefackelt, da krächt es und dann gibt's mal richtig Flunke auf die Fresse. Und da gibt's ja drei Schiris im Eishockey. Ich? Manchmal brauchst du 100, weil die Spieler wie Wölfe sind. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Ah! Wenn das gibt gelb, hoffe ich, bitte, weil das war. Oh! Ich habe echt gezittert, weil das war ja von hinten in die Beine. Also im Eishockey hätte man dafür applaudiert. Ja, weil, wo kein Blut fließt, das ist noch langweilig. Also beim Eishockey ist echt so, da gehen sie echt schon geil ab. Da ist auch die Stimmung richtig krass gut. Das ist unterm Dach. Das ist ja klar. Bruder! Alter! Computer, warum machst du das? Ich weiß es auch nicht. Die Idee ist ja gut, aber dann muss halt auch unser Spieler drankommen. Meiner Meinung nach. Weil wir werden ja sozusagen eine Chance beraubt, das Tor da zu machen. Könnten wir mal da. Es kommt auch immer darauf an, wie stark... Beziehungsweise wie lange du den Knopf gedrückt hältst. Aha. Wenn ich eine Stunde drücke, müsste der Ball von hier nach Berlin gehen. Genau. So zum Beispiel. Um das mal so anzustellen. Komm, Hinti! Du bist ein Lulatsch. Das war eine Hand in der 10. Den habe ich mir gemerkt. Hand hat die 14. Der Weiche kennt ja hier aus. Ja, ja. Hamburg-Fan. geil. Nein, wie gesagt, Eishockey ist eine Sportart, die ich sehr, sehr geil finde hier in Deutschland. Die DEL, die Deutsche Eishockey-Liga. Da ist es zum Beispiel so, 14 Teams. Ich brauche einen Roller. Wie komme ich da noch dran? Ohne Scheiße. Gute Parade. Die war gut gemacht. Da gibt es halt 14 Teams. Kein Absteiger. Da steigt auch keiner ab. Das ist ein bisschen schade. Das soll jetzt aber geändert werden. Also die Ecken verstehe ich nicht. Ich verstehe sie nicht, weil ich schieße ja eigentlich in die Mitte, aber naja gut. Wollen wir nicht aufregen. Wie gesagt, beim Eishockey kann man ja nicht aufsteigen, was ein bisschen schade. Warum hat er den jetzt so stark gemacht? Weil ich hab ist, gepustet, habe ich. Ist komisch. Aber das soll wohl geändert werden, weil dann hat man da natürlich auch einen Anreiz. Weil so aus der zweiten Eishockey-Liga, ja, du wirst Meister, kriegst Geld und das war's. Aber du willst dich ja auch mal gegen andere. Du willst ja ein Dings haben, einen Reiz haben. Ja, klar. Wenn du dann endlich aufsteigen kannst, das hat schon mal stark. Finde ich aber interessant, dass das gar nicht so ist. Nee, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, warum es so war. Zum Beispiel ist es so, wenn du ein Spiel gewinnst, kriegst du 2 Punkte. Was ich beim Eishockey halt sehr schätze, es gibt kein Unentschieden. Das gibt's nicht. Es wird so lange gespielt, bis ein Sieger fällt. Das nennt sich dann das sogenannte Overtime. Da hast du dann 15 Minuten Zeit, so lange zu spielen, wie früher das... wie hieß denn das früher beim Fußball? Ich sage, beim Fußball ist es auch Overtime. Beziehungsweise es gibt... das Golden Goal war es früher. Golden Goal ist... genau, sobald du das Tor gemacht hast, ist das Spiel vorbei. Und das ist beim Eishockey auch so, in der Overtime. Sobald der Puck im Tor zappelt, ist das Spiel beendet. Sondern kriegst du halt nur einen Punkt, weil das halt nicht in der regulären 60 Minuten passiert ist, sondern in 65 Minuten oder so. Wir spielen nicht schlecht. Es ist Halbzeit. Ja. Wir spielen nicht schlecht. Wir spielen in Ordnung. Und der Verlierer kriegt halt gar keine Punkte. Stimmungsmäßig finde ich Eishockey... mega. Ich so guck da unten, ob irgendwo Hannover steht, aber Hannover ist, steht nirgendwo. Dass man immer so denkt, Hannover könnte zurückliegen. Aber nein, auch immer wieder. Nicht. Stimmungsmäßig, klar, sie sind in der Halle. Da ist die Stimmung natürlich brachial. Ich war jetzt auch noch nie in so einem großen
Eishockeystadion. Das meiste, wo ich jetzt war, ist hier bei den Frankfurter Löwen in Frankfurt. Aber da ist die Stimmung schon mega geil. Also ich glaube, da passen 6.000. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Was das denn? Ich war, Person nicht mal gewesen. Hab deinen Plan, hab mir schon gedacht, was du machen wolltest. Ich habe aber nicht mal in den Lauf gepasst. Ich habe einfach nur ganz normal gepasst. Super dazwischen. Ah, das ist das. Aber dann auch nicht annehmen, ne? Oder das da. Ja. Warum hätte er auch bekommen. Wird denn der Spieler nicht einfach zum Spieler und nimmt den Ball an? Er hätte einfach nur mal so kurz einen Spagat machen müssen und dann hätte der den bekommen, aber nein. Da macht er, da stellt schon der Computer auf Sturz sozusagen und sagt so, nö, biete ich dir nicht an. Warum? Und Er hat im Abseits gewesen. Warum war der denn im Abseits? Bist du immer, blond oder was? Also was wir können immer ins Abseits spielen. Das können wir sehr, sehr gut. Das können wir tatsächlich sehr gut. Und wie gesagt, wenn da volle Hütte ist, also du kommst nach dem Eishockeyspiel, kommst du mit Ohrenschmerzen raus. Das ist so laut. Das ist so krank laut in so einer kleinen Arena. Und wenn du dann zum Beispiel mal, sagen wir mal so, in Mannheim bist. Oder Köln oder Berlin oder in so einem richtigen Hexenkessel. Alter, da brodelt's richtig. Und da passen ja dann 10 bis 15.000 rein. Da ist die Stimmung enorm. Enorm. Also das macht einfach nur Spaß, sich anzugucken. Wie gesagt, wenn die sich fetzen, dann fetzen sie sich auch. Und die Schiris mischen sich auch nicht ein. Der Abschluss war nicht präzise genug. Ich weiß nicht, was das war. Der Ball geht doch ein die Antwort kann ich Stück nicht geben, weil ich weiß es selber nicht. Ja, 0-0. Ein Spiel mit einer mäßigen Mutade. Keine Chancen. Was zum Fick, was ich hier immer wieder sehe. Aber wie gesagt, da ist halt... Kind Zombie. Der sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, nicht das oben. Du Pflaumenpflücker. Hey. Da sind zwei Personen von uns und liegen erstmal auf dem Boden. Da stehe ich hier mit erhobenem Zeigefinger. Tafas Hofer. Ich passe zu dir. Ich hoffe, der macht das so, wie ich will. Naja, hallo. Und jetzt ein Schuss. Block den Schuss erstmal ab. Da hat der Torwart keine Probleme. Ich drücke da uns auf den Knopf. Ja, der kommt dran. Nein, der kommt nicht dran. Und wie gesagt, beim Fußball wird einfach viel zu viel gewinselt. Und beim Eishockey, da fliegt einiges. Da geht's in die Fresse rein. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Endlich. Ich habe mich echt gefragt, wann... Cool, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das auch nicht. Das schaffe ich nicht. Ich frage mich echt, wann es endlich mal klingelt. Ja, endlich. Weil wir stellen uns ja nicht schlecht an. Ja. Dann wollen wir sagen, es läuft ja. Aber... Es ist okay. Es ist okay. Laufen wird es noch nicht. Ja, okay. Definitiv. Definitiv. Und klar werden dann die Spieler dann da rausgenommen wegen Strafe. Also normale Checks oder so überstiegene Härte. Das sind 2 Minuten. Manchmal kann es auch länger gehen. Da kriegst du dann 2 Minuten plus Spieldauer. Ja, da kannst du dann schon manchmal richtig krachen. Aber wie gesagt, wenn die sich fetzen, Bruder, dann... Ich habe es tatsächlich nie verstanden, warum die sich dann prügeln dürfen. Ja, das gehört zum Eishockey dazu. Ja, aber gibt es da einen Grund für? Nö, die mögen sich einfach nicht. Ja, es ist schwierig zu sagen, aber im Fußball wirst du halt gleich, ja, da kriegst du halt gleich Lebensverbot, keine Ahnung was. Weil man Eishockey da denkt, das ist einfach so... Da haben sie den Ball gut gemacht. Das war im Lauf, ne? Gut, was willst du gegen eine wild gewordene Meute da machen? Die haben einen Schläger, die sind eindeutig stärker wie du als Schiri. Ja. Und das Geile ist, wenn die sich prügeln, die Schiris halten sich erstmal kurzzeitig zurück, weil sie erstmal gucken müssen, alles klar, wie viele kämpfen. Und brauchen wir eine Nationalmannschaft von Schiedsrichtern, die uns helfen. Ja? Aber die drei Schiris, muss ich immer sagen, die kriegen das echt gut hin. Die halten die dann echt einigermaßen in Schach. Manchmal kriegen die auch einen auf die Nase, die Schiris, aber halt ungewollt. Aber sie kriegen halt auf die Nase. Kittel. Kein Grund zur Aufregung. Der war kein Abseits! Wieder so minimal, ne? Im Abseits, als das Zuspiel kam. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber... Okay, sehr gut. Spiel, hast du recht. Dann hast du nicht. Das war wieder genau in dem Moment, wo ich gestoppt habe. Nico Granatowski. Und da gibt der Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Bruder. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein. Danke, das war nämlich keine gelbe Karte, das war gar nichts. Genauso, Wolf, beim nächsten Foul ist die Karte fällig.
mit Mann und Maus verteidigen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Gut, dass da noch einer gestanden hat. Da geht er vorbei mit dem Trick. Das sieht vielversprechend aus. Das ist letzter Mann. Auch hier. Das ist letzter. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Oh. Was denn? Weil ich dachte, das wäre letzter Mann gewesen. Na gut, ich habe keine Ahnung von Fußball. Was, letzter Mann? Mann. Wie man einfach nicht dem passen kann, den man gerne möchte. Hä? Aaron Hunt. Also. Ich bin auch nach vorne gegangen. Kann er was draus machen? Aber der passt wieder nach hinten. Es ist wieder so sinnlos. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Ha! Könnte der Ausgleich werden? Kein Tor! Ach, sie lassen die. Brüll doch nicht so. Das Ding müssen sie nutzen. Ich glaube, an diesem Rückstand lässt sich noch einiges drehen, aber wenn das was werden soll, dann müssen mehr Chancen her. Sie müssen insgesamt. Ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, dass ich das relativ witzig finde, wie die Kommentatoren im Ausland und bei uns sind. Ja, ja, die gehen richtig ab im Ausland. Ja. Und hier. Ja, bei uns sind die halt sehr sachlich, sehr professionell tatsächlich. Und im Ausland sind die, wenn es ein Tor gibt, Goal! Die brüllen eine halbe Stunde Goal. Ja, das ist echt so. Pass nicht. Er schießt mich mal nicht, pass. Ich habe ein Loch geschlossen. Ja, ich habe ein Loch geschlossen. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas. Das ist definitiv einfach behindert. Geil. Also klar, es ist echt. Klasse Pass! Irgendwie habe ich gerade Bock auf so ein Waldmeister-Eis. Der Ball ist da. Weg und das war natürlich schwach gelöst. Schuss kommt nicht durch. Ja, aber. Aaron Hunt! Hunt! Du Vogel! Könntest du mal einen Spieler nehmen? Könntest du mal einen Spieler nehmen? Könntest du mal, könntest du mal, könntest du mal? Okay, 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 okay. Rick van Drongelen. Und es bleiben noch 5 Minuten. Super Pass! Naja, Super Pass ist okay. Hä? Ja, könnte was werden. Da ist die Chance. Den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr. Er hat schon wieder nicht das gemacht, was ich machen wollte. Irgendwas stimmt da nicht, finde ich. Vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Ach, dann lauf halt mit dem Ball den Gegner an die Arme. Willst du noch eine Schleife drum machen? Ist einfach echt so. So, da wird die Nachspielzeit. Warum bist du das denn jetzt gewesen? Ja, keine Ahnung. Spielt er den Ball in den Strafraum? Aaron Hunt! Oh ja! Der hat den ja wegge. Hunt! Holy shit! Ah, da fliegt er! Gerade hier vorbeigekommen! Ja, ich glaube auch. Ey, Mann! Ich tippe den Spiel. Das war aber eine geile Flanke aus. Die war schön! Die war schön! 1-0. Ist okay. Wir, ja, haben, wir haben unsere Punkte. Ja, das ist das Wichtigste. Und was ich gerade interessant finde, Hamburg hat einfach dieselben Farben wie Estland. Hm. Ist ein schönes Land. Kann man mal hinreisen. Reiß mal. Ah. Dresden gegen Kiel, jawohl. Darmstadt 0-3. Und? Natürlich. Die haben einen Unentschieden. Bruder. Muss dringend los. Ich will wissen, gegen wen die einen Unentschieden. Warte mal. Ja, ein Unentschieden. St. Pauli. Und gegen die Fünften. Aber jetzt ist die Tordifferenz verkackt. Naja. Aber. Erstmal wieder verbinden hier. Schmeißt mich jedes Mal raus. Gut, Leute. Wir haben's. Es kann besser werden. Und es wird besser im nächsten Part. Seid ihr live dabei, Leute?
eure Kommentare in die Kommentare zum Thema zum Thema Eishockey, wenn ihr wollt. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen Eishockey erfahren. Oder ihr schreibt einfach mal sowas in die Kommentare, das könnt ihr auch machen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Warte mal, leck doch gerne mal das Video. Ich weiß, da grinst jetzt. Nein, ganz ehrlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und teilt das Video in eurer WhatsApp-Gruppe oder so. Und abonnieren bitte nicht vergessen, wenn ihr weiterhin unsere Folgen sehen wollt. Das würde uns einfach sehr ermutigen, weiterzumachen. Das ermutigt uns auch so. Ja, definitiv. Das klingt gerade so, als ob wir aufhören. Wir brechen ab! Nein, Leute. Wir hören auf jetzt! 2020 ist unser Jahr, ihr Fotz. Okay. Nein, ihr seid so süß. Alles gut, Leute. Also, hau dir rein. Wir meinen das alles nicht ernst. Das haben wir schon mal in Far Cry-Folge. Ach Mann, ey! Need for Speed-Folge gesagt. Alles, was wir sagen, ist nicht ernst gemeint mit Beleidigung und so. Aber im Fußball kann man halt geil ragen. Definitiv. Also wir können eigentlich bei jedem Spiel ragen. Definitiv. Lego-Spiel. Gerade Lego, hallo. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.